Zwei Stühle, eine Meinung. Mit Boning und Dittrich. Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Talkrunde. Apollo 13 ist in den deutschen Kinos und entwickelt sich zu einem echten Kassenknüller. Tom Hanks spielt die Hauptrolle. Die Raumfahrt scheint wieder in zu sein. Doch wie steht's mit der Raumpflege? Zu Gast bei uns im Studio heute ein absoluter Fachmann. Hier ist Meister Propper. Herr Propper, wir alle kennen ja Ihre Fernsehwerbespots. Mir ist aufgefallen, dass Sie in diesen Spots zwar immer mitspielen, aber nie etwas sagen. Warum eigentlich nicht? Ja, vielleicht, weil ich nicht gesprochen habe. Das war vorab erst einmal mit Waschen, Putzen, Staubwischen, Geschirrspülen und diesem ganzen Müll habe ich persönlich überhaupt nichts am Hut. Ja. Also wenn es bei mir in der Wohnung richtig dreckig ist, dann gehe ich einfach raus, schließe Träume ab und suche mir eine andere Wohnung. Bei Ihnen ist das ja etwas anders. Wie hat denn alles angefangen? Ja, ich bin ja praktisch in einem waschmittelfreundlichen und putzmittel-zubehörorientierten Haushalt hineingeboren worden. Inwiefern? Ja, mein Vater zum Beispiel hat sich mit 63 mit einem Wäscheseil erhängt. Oh, das tut mir aber leid. Ach, das macht nichts, er war schon sehr senil. Und meine Mutter. Und Ihre Mutter? Ja, und meine Mutter hat mir sehr frühzeitig schon meinen ersten Skip-Baukasten geschenkt. Ja. Und er hat mich regelmäßig gebadet. Erst 30 Grad, dann 60 Grad, dann auch später 90 Grad. Davon habe ich auch meinen Futzpimmel bekommen. Ihren Futzpimmel? Ne? Ich meine natürlich Putzpimmel. Ja, das ist sehr abgeschmackt. Ja. Ich habe im Waschzettel zu dieser Sendung gelesen, dass Sie zusammen mit dem Wannenwichtel, dem Polyboy und dem Weißen Riesen in einer Schule gewesen sind. Ja. Aus den beiden Kleinen ist ja nichts geworden, aber was macht der Weiße Riese eigentlich heutzutage? Ja, er hat ja damals auch schon immer in der Schule, war in der Parallelklasse. Ja. Und hat ja auch immer Putz gemacht schon. Ja. Er hat mich immer mitgeschnackt für seine Sachen, die er ausgefressen hat. Ja. Einmal hat er mich mitgenommen, da hat er das Schaf von Sanso entführt. Und hat dem armen Tier, Herr Boning, das müssen Sie sich mal vorstellen, Kalgonit-Tabletten zu essen gegeben. Da sind ihm die Hufe und die Zähne ausgefallen, weil das arme Schaf hatte praktisch überhaupt gar keinen Kalk mehr im Körper drin. Das ist zwar sehr fiese, aber Sie sind mir so ein Saubermann. Sie haben meine Frage absolut unbeantwortet gelassen. Was macht der Weiße Riese denn nun heutzutage? Ja, er ist ja jetzt Boxer und nennt sich jetzt Axel Schulz. Ne? Ja. Am Donnerstag. Ja. Am Donnerstag fanden ja in Bonn die Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag der Bundeswehr statt. Waren Sie eigentlich auch beim Bund? Ja. Was haben Sie da gemacht? Die Bundwäsche. Und wer war Ihr Vorgesetzter? Der General. Mal eine ganz andere Frage. Woher haben Sie eigentlich Ihre Zitruskraft? Von Clementine. Ja. Nun ist es ja so, dass wir Superstars aus dem Werbefernsehen einen unglaublichen Erfolg bei den Frauen haben. Sie sind aber ja nach wie vor ledig. Ist da mal eine Frau in Sicht und wenn ja, wann? Ja, in einer Viertelstunde kommt meine Nachbarin. Die finde ich richtig gut. Das ist eine richtig tolle Type. Also die interessiert sich auch für Waschmittel ja, und so weiter. Wie heißt Ihre Nachbarin? Ilona. Ja. Verstehen Sie, Ilona? Ja, verstehe. Ja? Na gut, dann sage ich jetzt den Nachnamen nicht. Könnte ja sein, dass einer die Folge verpasst, ja, nicht? Ja, ja, ja. Also sie heißt Ilona. Ja. Und gestern war ich bei ihr zu Hause und da hatte ich ihr eine Kette schenken wollen mit Megaperls, ne? Ja. Das Folgendes gewesen, sind wir uns ein bisschen in die Haare geraten. Ach so, ja. Wie kommt das? Ja, ja, es ist, weil wir wollen ja zusammen in Urlaub fahren. Oh, wo geht's hin? Ja, das ist das. Sie will nach Villa Bajo und ich will nach Villa Riva. Ja.
Ja, und, ja, und da gab es also Streit und wollen Sie mal ein bisschen erzählen? Ja, ich will ja nun hier nicht im Fernsehen schmutzige Wäsche waschen. Ach, ne? Doch, komm jetzt hier, Meister Popper, mal ein bisschen was erzählen. Ja, also es war so, ich wollte Ilona zeigen, wie man mit der WC-Ente unter ihre Brille kommt. Das war zwei Stühle, eine Meinung. Bleiben Sie dran, ich pfeife auf Sie.